Ich zeige euch heute einen Pasta-Tomatensauce-Salat. Und zwar ist es ein Salat mit Spaghetti oder eine andere Pasta, Gemüse und da kommt ein Tomatensauce-Dressing drauf. Ich habe schon mal einen Pfund Nudeln gekocht und einen Pfund Datteltomaten klein geschnitten und dazugegeben. Jetzt kommt in eine Pfanne etwas Öl und zwar habe ich mir 60 Milliliter Olivenöl abgemessen. Das ist meine Menge für den ganzen Salat. Und die brate ich jetzt kurz an. Wenn die Champignons durchgebraten sind, gebe ich sie nicht gleich in den Salat, sondern lasse sie in einem Sieb abkühlen, weil die ziemlich viel Flüssigkeit verlieren dabei. Und es würde den ganzen Salat verwässern. Ich brate jetzt noch Zucchini an. Man kann eigentlich jedes Gemüse nehmen, das sich so kurz anbraten lässt oder schnell gart. Alles, was so zum italienischen Gericht passt. Zum Beispiel Auberginen könnte man noch gut nehmen oder Fenchel. Die Zucchini gebe ich gleich in den Salat und lasse davon abkühlen. Jetzt mache ich die Tomatensauce. Dafür kommen wir ein ganz klein bisschen Öl da rein. Zwiebel und Knoblauch gleich anbraten. Ich gebe jetzt zu den Zwiebeln etwa einen halben Liter von meiner selbstgemachten Tomatensauce dazu und lasse die reduzieren etwa auf um ein Drittel. Wer eine fertige Tomatensauce hat, der gibt einfach dann gleich so etwa 300 Milliliter dazu. Die Champignons sind jetzt abgekühlt und ihr seht, da ist ziemlich viel Flüssigkeit noch rausgegangen. Die kommen jetzt da noch rein. Und in die abgekühlte Tomatensauce, da machen wir jetzt unser Dressing. Ich werde jetzt die restlichen etwa 30 Milliliter Olivenöl nochmal um die gleiche Menge Balsamico-Essig auffüllen. Wer kein Balsamico-Essig hat, kann auch Rotweinessig und vielleicht so einen Teelöffel Zucker nehmen. Reichlich Pfeffer und Salz. Ich habe jetzt noch ein bisschen Basilikum dazu. Man könnte auch vielleicht einen frischen Oregano nehmen oder einfach was man mag. Das Ganze gut durchmengen. Das Ganze über den Salat geben. Durchmischen und vielleicht noch eine Stunde ziehen lassen. Der Salat ist für 10 Personen gedacht und eine Portion hat etwa 5 Points. Schaut auch mal auf unserem Blog vorbei, da habe ich das Rezept nochmal aufgeschrieben. Und ihr findet hier unter dem i rechts oben noch andere Links, die euch vielleicht interessieren könnten. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch und vielleicht habt ihr Lust, uns zu abonnieren. Tschüss!